Und weiter geht's mit einer neuen Folge Russian Fishing 4. Wir haben es morgens früh, 5 Uhr, hier am Windenbach, ehemals der Lange Graben genannt. Und hier geht es weiter mit den wichtigsten 5 Angelspots am Windenbach. Also, legen wir los. Wir haben hier den Windenbach. Wenn wir mal eben auf die Map schauen, sehen wir ja ein ziemlich langgezogenes Gewässer mit Bereichen, wo die Strömung halt ja fast gar nicht mehr existiert, so Nebenarm und verschiedenen tiefen Stellen. Und das Gewässer ist natürlich prädestiniert fürs Spinnenfischen, aber auch fürs Angeln mit der Pose. Und ja, wenn man will, kann man natürlich auch hier Grundangeln. Und welche so die wichtigsten und interessantesten Spots sind, das zeige ich dir jetzt. Eine der wichtigsten Stellen hier auf der Map ist im Bereich von dieser kleinen Insel. Und das soll heißen, einmal vor der Insel und einmal auch hinter der Insel. Also hier der ganze Bereich, gerne auf dieser Seite. Und das ist eigentlich ein klassischer Spot fürs Stippen, fürs Angeln mit der Pose. Und da nimmt man dann im Idealfall einen kleinen 20er Haken. Und wir können das mal ja, mit verschiedensten fleischigen Ködern probieren. Zum Teil geht auch sowas, gehen auch Breie für zum Beispiel Lauben. Wir können mal einfach eine Zuckmückenlarve verwenden. Haben das hier auf 17 cm eingestellt. Hoppala, werfen wir mal so richtig raus. So, und dann lassen wir das einfach hier treiben. Unten kommt schon sofort die Meldung. Treibangeln steht hier. Und dann behält man hier natürlich die Pose wieder im Blick. Und schaut einfach nach. Immer darauf achten natürlich, dass die Schnur ja vielleicht nicht zu locker rumhängt. Man muss halt den Anschlag auch recht schnell setzen können, wenn da so ein kleiner Fisch gleich runterzuppelt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Köder zurzeit gut funktionieren für welche Fische, auch hier heißt es natürlich wieder einfach in die Rekorde reinschauen. Im Idealfall guckt man vielleicht noch in die wöchentlichen Rekorde, wobei da alle Fische international sozusagen alle drinne sind. Und wenn ihr in die nur vom Windenbach, nur aus Deutschland, da müsst ihr halt schauen, wenn man jetzt hier zum Beispiel den Gründling nimmt, wie lang ist das her, dass der darauf gebissen hat. Also das ist hier noch relativ aktuell. Gründling in Trophäengröße war hier dran auf Mistwurm. Also probieren wir mal hier einen Mistwurm. Schmeißen wir den mal raus. Oder was natürlich auch wichtig ist, und was auch gut Silber bringt. Wir haben hier einmal den Gründling. Wir haben die Laube. Wir haben ab und zu mal eine Nase mit dran. Aber was auch noch sehr wichtig ist, ist Gründling, Laube, die Hasel. Wo haben wir? Da ist sie. Die Hasel. Auch sehr gut. Guck mal hier. Da haben wir auch die Zuckmückenlarve. Hier sind sogar Doppelköder. Perlengraupenbrei. Na, da gibt es schon verschiedenste Kombinationen. Hoppala. Und das probiert man hier einfach aus. Schmeißt immer wieder weiter nach links hoch und es treibt weiter rechts runter. Da fängt es an zu zuppeln. Da ist ein Mistwurm schon anscheinend interessanter. Guck mal, da zuppelt es immer noch. Erst wenn er wieder richtig wegzieht, dann erst den Anschlag setzen. Na, wenn das so oft zuppelt. Zack. Ah, hat er nicht. Nochmal hier raus. Könnte auch ein Rotauge dran gehen. Auch hier ein bisschen aufpassen. Die größten Fische, die hier dran gehen könnten, sind Döbel. Döbel mit über 3 Kilo. Da kann es tatsächlich passieren, dass euch dann auch irgendwie mal was abreißt. Wenn man da die Schnur zu dünn gewählt hat, gerade hier mit der Stippe, passiert das ganz schnell. Wir können parallel auch mal hier die Grundrute auswerfen. Hier dann allerdings auch eher den kleineren Haken. Ich mache mal hier auch einen Mistwurm dran. Oh, jetzt ist hier die Pose gerade runter. Und dann werfen wir das mal hier rein.
wenn ihr die ersten paar Kescher voll gemacht habt am Spiegelsee, dann, dann könnt ihr hier euch Stück für Stück auch vielleicht noch die dritte Sorrento leisten. Und dann kann man hier, das ist ja mal die entspannte Methode, vielleicht mit zwei Sorrentos und einer Stippe hier rumhantieren. Oder mit zwei Sorrentos und dem Spinning. Und für den Anfang hat man ja in der Regel die, wo ist sie hin? Da ist sie, die Corona-Spinnroute. Und dann kann man hier, genau, locker auswerfen und durchziehen. Wenn ihr hier mit dem Spinner unterwegs seid, achtet hier unten an dieser Action Bar auf diesen kleinen gelben Strich. Man kann das, wenn man die Einholgeschwindigkeit verändert, da kann man das so einstellen, dass das immer so ein bisschen wiggelt. Je nachdem, und dann sieht man auch, er dreht sich richtig. Also der Spinner spinnt, der Spinner, der dreht sich halt richtig im Kreis und triggert dadurch halt nochmal mehr. Also jeder Spinner hat da auch eine etwas andere Einholgeschwindigkeit. Jetzt hier mit dem fließenden Gewässer drehen wir mal ein bisschen höher. Und es ist auch immer wichtig, jetzt nicht einfach blind hier die 30, Einholgeschwindigkeit 30 kopieren. Das macht halt nur Sinn, wenn ihr exakt die gleiche Rolle habt. Wenn jemand mit einer anderen Rolle hier rumhantiert, zack, dann macht das halt überhaupt keinen Sinn. Bremse schön locker. Dann geht da gerade ein schöner Barsch hier rein. Drehen wir langsam wieder hoch die Bremse. Und zack, 335 Gramm Barsch. Das ist geil, Barsche. Bis über ein Kilo kann man hier fangen. Da geht es schon direkt weiter. Das Gefährlichste, was man hier fangen kann, ist der Hecht. Oh, der geht aber ab. Drehen wir mal ein bisschen hoch. Noch mehr die Spannung erhöhen. Noch mehr die Spannung erhöhen. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt kann er nicht mehr gegenhalten. Aber die Spannung geht natürlich auch auf die Schnur. Ihr seht, das ist hier alles schon fast im roten Bereich. Ich drehe noch mal ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Jetzt sind wir schon im roten Bereich. Der hat immer noch mächtig Bock, der Fisch. Wie gesagt, am Ende vom roten Bereich macht es kapitsch und geht was kaputt. Erst am Ende. Das heißt, wenn ihr hier so zieht, es geht immer noch in die Bremse. Es geht nicht darüber hinaus. Das heißt, es ist alles unkritisch. Auch da ein fetter Barsch. Geil. Der hatte einfach richtig Bock. 600 Gramm. Alter, der geht jetzt schon so ab. 1600 Gramm. Also 1,6 Kilo ist ein Trophy-Barsch. Die kämpfen da so richtig wild. Aber das macht doch schon Bock. Machen wir mal hier vielleicht gegen die Strömung. Hier sehen wir jetzt, gegen die Strömung kann man langsamer. Da wiggelt es schon. Auf einer 23 jetzt bei der Rolle. Das heißt, der Spinner dreht sich schön im Kreis. Das ist, wie gesagt, jetzt gegen die Strömung. Müsste aber vielleicht auch langsamer gehen, oder? Nee, nicht so richtig. 21, 22. Zack! Ui! Wenn, ihr seht ja jetzt, wenn ihr das einmal so eingestellt habt, dass das Maximum ist, geht es nicht darüber hinaus. Also, ihr werdet niemals einen Schnurbruch oder Rutenbruch haben, wenn ihr die Bremse so einstellt. Und vielleicht, um auf Nummer sicher zu gehen, macht ihr nicht so, sondern eine Bremse weiter runter. So. Dann ist das Maximum. Dann macht ihr noch Kopfschläge, der Fisch. Dann kommt ihr so ein bisschen in den roten Bereich. Und dann ist alles safe. Dann wird euch auch nichts abreißen. Dann wird nichts kaputt gehen. Aber ausschlitzen können die immer noch. Ausschlitzen können die immer noch. Gerade am Anfang, wenn der Spinner... Gut, das habe ich auch hier rumgespackt mit der Rute. Aber gerade am Anfang, wenn der Spinner halt noch so etwas schlechtere Haken hat, dann passiert das öfters. Um den Haken zu ändern, gehen wir auch mal direkt schnell rein. Kunstköder, hier ist er. Das ist der Basishaken, hier rostiger Drilling. Also dass an dem rostigen Drilling irgendwann, hier sieht man schon den Rost überall dran, dass da... Oh mein Gott, dass da der Fisch irgendwann nicht mehr richtig dran hakt oder so halb an der Lippe und dann irgendwann schlitzt er halt aus. Das passiert halt häufiger. Ihr könnt ihn dann irgendwann ändern. Wenn ihr hier drauf guckt, seht ihr, hier können Haken dran bis zu 1,0 riesig.
So große Haken können hier theoretisch dran. Da ist ein 1-0er riesig. Solche Haken sind natürlich deutlich effektiver. Man sieht, das Gewicht ist sofort hoch. 3,15 Gramm ist das schwerer geworden durch den schwereren Haken. Ihr habt viel fettere Haken. Die hier mit dem Puscheln sind immer sinnvoll. Gerade auch, wenn man auf Forellen geht oder sowas. In ganz klarem Gewässer, dann ziehen die nochmal besser, die Fische. Gehen wir mal eben zurück, ziehen den kurz rein. Aber dran denken, diese Haken, die sind sehr teuer. 3,15, da ist er. Das ist der jetzt hier, 3,15, Details, genau. 1,0 riesig. Diese Haken sind schon sehr teuer. 40 Silber ungefähr, 50 Silber, allein nur für den Haken. Schweineteuer, also für den Anfang nicht zwingend notwendig. Und wenn ihr sowas habt, dann gerne, damit das nicht alles flöten geht, hier anfangs mit einem Stahlvorfach rumhantieren. Ist an diesem Gewässer überhaupt nicht schlimm, das Stahlvorfach. Man fängt trotzdem seine Fische. Es ist bloß übelst ärgerlich, wenn man gerade 50 Silber ausgegeben hat und im nächsten Schritt kommt ein Hecht und er frisst euch, der beißt die Schnur durch und der Haken ist weg. Das will man halt nicht. Von daher, wenn ihr sowas Teures oder mit auch teuren Spinnern rumhantiert, das ist ja hier der normale UdSSR, den kriegst du ja gratis. Aber wenn ihr mit den teuren rumhantiert, Stahlvorfach dran, für Barsche reicht es, für Döbel reicht es. Der weiß fast 900 Gramm. Und für Hechte reicht es dann auch. So. Das ist hier einer der wichtigen Spots. Ihr seht, es funktioniert ganz gut. Schwerpunkt, wie gesagt, hier an dem Gewässer Spinning, Spinning, Spinning. Hier könnt ihr eure Spinning-Skills nach oben jagen, auch im späteren Level, wenn es einfach nur darum geht, dass man viele kleine Fische irgendwie fängt, um mehr Skillpoints zu erlangen. Der lange Graben geht immer ganz gut. Auf der Grundroute hier, doch, da ist auch noch was dran gewesen. Hat sich gar nicht gemeldet. Und er ist abgeflutscht. Naja. Wir haben schon mal 4 Barsche. Gehen wir zum nächsten Spot. Und da sind wir auch schon am nächsten Spot hier. Wir sind gar nicht so weit hiervon entfernt. Also wir haben hier einmal den Bereich der Insel, vor der Insel. Hier kann man auch sehr gut hinter der Insel direkt angeln. Auch mit dem Spinning oder hier Treibangeln mit der Pose. Aber hier in dem Bereich, beziehungsweise eine Ecke weiter hier in dem Bereich, kann man auch sehr gut auf Grund angeln. Und damit ich jetzt hier effektiv auf Grund angel, habe ich mir auch gerade nochmal eben 2 kleine Ruten geholt. Und zwar kriegt man ja hier in Windeseile die, na, wo sind sie hin? Die Sorrentos hier zusammengeangelt. Die kosten ja alle nicht viel. Hier unten sind sie. Also, jetzt machen wir mal hier 1, 2, 3 die Sorrento. Auf der 1, auf der 2, auf der 3. Die Corona machen wir mal hier auf die 4. So. Und wie man die zusammenbaut, hatte ich in verschiedenen Videos zwar schon gezeigt, aber gucken wir hier nochmal schnell rein. Angelrolle dran. Bei der Sorrento übrigens, wenn ihr die kauft, immer die Sorrento FD100. Die anderen sind viel zu teuer und nur weil sie länger sind, da hat man eh nichts von am Anfang. Dafür sind die dann halt deutlich teurer. Hier die 3000er Rolle drauf klatschen. Wir machen mal hier eine 4,8er Schnur drauf. Mir fehlen Bissanzeiger. hier habe ich noch ein 60 Gramm Blei. Vorfächer kann man irgendwann später beim Grundangeln verwenden. Anfangs noch nicht. Wenn ihr die später verwenden könnt, 4,8er Schnur. Gucken wir mal eben rein. 4,6 Kilo Tragfähigkeit. Die Schnur sollte, oder das schwächste Glied in der Kette sollte halt geringer sein als die Tragfähigkeit der Rute, damit wenn was passiert, die Rute nicht bricht, sondern nur die Schnur abreißt. Aber ihr seid ja Fuchs, ihr habt die Bremse immer schön weit unten, deswegen wird nie was passieren. Wenn ihr das aber trotzdem safe aufbauen wollt, und was natürlich auch noch besser ist, damit die Fische noch eine feinere Montage vorfinden. Hier kann man auch mit einem 3,1er Vorfach hantieren, 4,4er Vorfach. Lasse ich aber jetzt anfangs weg.
Wichtig dann hier im Idealfall auch einen kleinen 20er Haken und den Mistwurm. Mistwurm ist gar nicht so günstig. Bevor ihr euch eine Handvoll Mistwürmer kauft, kauft euch hier diese Box. Da sind ganz viele verschiedene Köder drin. Ob das der Regenwurm ist, die Zuckmückenlarve, Made und Co. Also das kann man anfangs sehr gut nehmen. Man hat direkt immer eine, also verschiedenste Köder für 11 Silber noch was. Wenn man das umrechnet, ich packe das mal eben aus, zack, hat man ganz viel verschiedene Köder zu einem guten Preis. Alles so fleischige. Ich schmeiße jetzt hier einmal den Mistwurm rein. Halt. Frisch zusammengebautes Setup. Machen wir erstmal die Bremse. Moment, Einholgeschwindigkeit können wir hochdrehen. Und Bremse runter auf 10. Wer weiß, was da dran geht. Die nächste Route. Hier packen wir jetzt mal. Die ist ähnlich zusammengebaut. Machen wir hier mal den 20er dran. Und dann nehmen wir hier mal eine Made. Auch einfach hier vorne hin. Gar nicht weit rauswerfen. In die Strömung. Bremse runter auf 10. Und die dritte Rute hatte ich frisch. Da bimmelt's schon. Habe ich frisch auch wieder gekauft gerade eben. Ich muss mal eben hier den Haken von der Stippe runter. Schön sparsam alles. Nicht zu viel Geld ausgeben. Ihr braucht als Ziel sozusagen, ihr braucht irgendwann, wenn ihr so 20 seid, ja, so 2.000, 3.000, 4.000 Silber sollte man schon haben. Also, es ist nicht so easy. Machen wir mal die Zuckmücke hier mit drauf. Die war ja auch mit in der Box. Man muss schon echt sparsam sein. Kauft euch kein Brot, kauft euch kein Alkohol. Also maximal Brot, um was zu essen. Aber normalerweise, ich habe jetzt hier gerade auch nach Tagen, nach vielen Ingame-Tagen, habe ich mal wieder was gegessen. Und zwar gratis hier an dem Gewässer, an der Pommesbude da hinten, an der Gulaschkanone. Also ich esse auch kaum etwas, es sei denn, ich bin bei einem großen Fisch in einem Drill und brauche ein bisschen Energie. Guck mal, eine Nase. Unmaßig noch, aber nicht schlecht. Vielleicht kann man hier sogar auch mal mit einem Zehnerhaken angeln. Hier ist auch was dran. Und ihr seht, hier ist richtig Frequenz. Richtig gute Frequenz. Der ist schon wieder abgehauen, oder? Ja, der ist abgehauen. Einfach hier ins Flache werfen. Nachts geht es ja auch richtig ab. Nachts ruhig hier einen Regenwurm mit reinwerfen. Regenwurm und Mistwurm. Da bekommt man die Flusskrebse gut dran. Die bringen auch richtig gut Silber. Aber das sind ja auch, ich sag mal, alte Bekannte. Das sind so die wichtigsten Fische hier an dem Gewässer. Also wenn man hier auf Grund angelt, die ganzen kleinen Fischis, die unterschiedlichen, alles rausziehen, was geht. Später im Late Game ist es interessant, hier die Fische rauszuziehen, um daraus Köderfische zu machen. Einen Anschlag gesetzt. Zack, kleiner Gründling. Schön. Gründling, winzig klein, 41 Gramm, aber es ist ein maßiger Fisch. Und Fische bringen mehr Geld, wenn sie maßig sind und wenn sie von ihrem Gewicht her und in ihrer Klasse nah an der an dem Trophäengewicht dran sind. Das heißt, wenn ein Fisch mit 100 Gramm Trophäe ist, kriegst du natürlich deutlich mehr Geld, wenn er 70 Gramm wiegt, als wenn er 20 Gramm wiegt. Und deswegen ist es eigentlich fast wurscht, welchen Fisch man angelt. Solange man in dieser Klasse, Kategorie Fisch, nah an einer Trophäe dran ist, hoppala, das war zu weit, so lange macht es halt Sinn, auf den zu angeln. Und wenn man hier so ganz entspannt und leicht als Anfänger diese kleinen Fischis rausziehen kann, macht das halt echt viel Sinn, weil man gut Silber machen kann. Und das Schöne ist, das Setup geht nicht kaputt. Oder äußerst schwierig nur. So. Und man kann hier richtig schön rausziehen. Da. Döbel. Richtig geil. Übelst gut. War jetzt auch auf dem Mistwurm wieder. Wie gesagt, wenn ihr euch irgendwann den Mistwurm auch mal leisten könnt, so ein 100er Paket oder so, geht richtig ab. Mistwurm eigentlich mit Abstand einer der besten Köder hier. Zack. Geht voll in die Bremse. Also langsam die Bremse mal hochziehen. So. Kleines Rotauge.
War einer dran, ist wieder raus. Es ist halt anfangs häufiger mit dem Ausschlitzen oder dass der Fisch nicht hakt. Eine Methode ist Steuerung drücken, rechte Maustaste. Zack, da macht er diesen Anschlag. Also das kann man immer wieder gerne verwenden, gerade bei Friedfischen. Da macht das Sinn, dann sitzt der Haken halt richtig. Bei Raubfischen braucht man das nicht zu machen. Ab zum nächsten Spot. Wo ich hier gerade so vorbeirenne, fällt mir ein, es war immer ganz gut hier in dem Bereich. Ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert. Habe ich auch lange nicht mehr gemacht. In diesem Graben hier 3,5 Meter auf Güster zu angeln. Könnt ihr ja mal ausprobieren, ob die noch da ist, die Güster. Ich renne aber erstmal noch weiter zum nächsten Spot. So, da sind wir. Das hier, beziehungsweise von hier angefangen. Von der Ecke hier. Für Spinning. Also der gesamte Bereich. Holen wir eben die Spinning-Route raus. Dann kann man es so ein bisschen zeigen. Also Spinning kann man hier auswerfen. Kann man nach dahin auswerfen. Man kann natürlich auch gegen die Strömung auswerfen. Also den ganzen Bereich abangeln. Man kann hier in diesen Seitenarm hier oben reinwerfen. Auch mit Grundruten. Nachts kann man hier angeln. Auf Brassen zum Beispiel mit fleischigen Ködern. Also hier wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wenn ihr nicht genau wisst, wohin. Also das hier ist einmal eine Topstelle. Und direkt der Nachbarspot auch immer wieder sensationell. Und wird auch immer wieder regelmäßig in verschiedensten Videos, auf verschiedensten Kanälen natürlich gezeigt. Hier die ollen Birken. Ob man hier direkt reinschmeißt in diesem Bereich auf Grund. Auch da, wie beim vorherigen Spot, einfach mit fleischigen Ködern nachts einfach rein, Muscheln und Krebse und Co. Oder direkt gegenüberliegend, da auch 20er Haken, Mistwurm und dann auf einen Don Kaulbarsch. Don Kaulbarsch mag, so munkelt man, sandige Untergründe. Und hier ist es alles so eher ein bisschen sandig, man sieht es ja hier auch schon. Also da in dem Bereich oder hier mit der Stippe einfach langziehen und auf Lauben stippen. Laubenangeln ist auch so sensationell gut, macht immer wieder Bock. Also das hier sind so Stellen oder dieser gesamte Bereich hier macht einfach Bock. Von hier oder von hier, wo ich jetzt hier stehe, bis hier, bis zu diesem Bereich. Eine ganz wichtige Stelle auf der Map. Ausprobieren, ganz viel ausprobieren mit den verschiedensten, zack, da geht auch schon was rein, mit den verschiedensten Methoden, weil das lohnt sich richtig. Wenn ihr eine Stelle findet, wo es beim Spinfishing viele Döbel gibt, durchziehen, döbeln. Döbel kann hier richtig fett werden. 3 Kilo fette Döbel, die machen auf so einer 3 Kilo Route, machen die natürlich Party ohne Ende, ne? Das wird dann richtig wild. Aber durchziehen, kämpfen, den Fisch versuchen zu lenken und Gas geben. Ich hatte vor ein paar Stunden, hatte ich schon mal ein bisschen rumprobiert. Warte mal, ging das hier noch? Man kann auch mit so kleinen Drehbewegungen, weil die Strömung hier auch recht groß ist, kann man auch, zack, da geht was, zack, dicker Fisch, kann man hier, 600 Gramm, bam, man muss gar nicht so weit auswerfen. Also das ist gar nicht weit ausgeworfen, zack, man sieht hier sogar noch zwischendurch den Köder an der Oberfläche so ein bisschen durchschimmern. Bisschen hier mit der rechten Maustaste, zack. Absinken lassen. Das ist jetzt schon sehr nah am Ufer. Bisschen weiter vielleicht. Aber wenn man hier so lang zuppelt, auch dann hier so ganz langsam drehen. Stopp, drehen. Vielleicht mal rechte Maustaste. Zack und Biss. Also es ist ganz wild hier. Wenn man hier mal ratzfatz auf seinen Spinning-Skill hochdrücken will. Einfach auch hier in dem Bereich. Es kann natürlich immer ein bisschen gefährlich sein, zack, dass hier an dem Baum auch mal ein Hänger ist. Auch hier die Bremse nie zu hoch drehen, wenn euch mal ein ganz fetter hier reingeht, dass der
dass er euch nicht die Schnur abreißt. Zap, zack, der nächste schon. Also es ist richtig geil hier. Kann man ordentlich Gas geben. Und somit natürlich auch ratzfatz seinen Kescher voll machen. Und wie immer natürlich, gerade an diesen ersten Gewässern am Moskitosee und am Windenbach, immer ganz wichtig darauf achten, dass man alle Aufträge im Café am besten erledigt. Also das Plingern hier ist immer die rechte Maus, die R-Taste, die ich drücke. Zack, 500 Gramm. Also hier kann man richtig geil, das ist mega, habe ich richtig Bock drauf, ey. So, da sind wir jetzt hier am 1, 2, am dritten Spot. Das ist der dritte Spot. Wir haben gerade 17 Uhr. Ich renne mal direkt zum fünften Spot rüber. Beziehungsweise den vierten und fünften. Die zeigen wir jetzt einfach, zeige ich mal jetzt in einem Atemzug. Es ist auch ein Bereich, wo mehreres gleichzeitig funktioniert. Und dadurch rennen wir jetzt hier von hier oben einfach schräg runter, fast zum Ende des Gewässers. Das sind so die Ausläufer. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Und die zeige ich euch jetzt. Da sind wir doch schon. Das ist gar nicht mehr so weit gewesen. Also, hier sind wir. Das ist hier die Stelle. Wenn ihr dann schon ein bisschen Para gemacht habt, ihr habt schon ein bisschen Kohle gemacht, könnt ihr hier an diesen toten Baum im Wasser. Ich werfe mal jetzt hier vor Spaß einen Mistwurm raus. Ja, der war jetzt ein bisschen aufgesetzt. Nehmen wir einmal einen Mistwurm. Gucken wir mal, was da geht. Und dann nehmen wir hier... Oh, das war jetzt gerade ein 20er Haken. Ich nehme mal einen 10er Haken. Dann nehmen wir hier einen Maikäfer. Zack, direkt hinter den Baum. Und auf die vierte Route machen wir auch hier mal einen großen Haken drauf. Die 4-0er hatte ich ja zu Anfang gesagt. Oder auch im letzten Video. Den Maikäfer. Maikäfer ist natürlich nicht so ganz günstig. Das heißt, da will man mit einem großen Haken große Fische fangen. Die Kohle muss reinkommen. Wenn ihr schon so einen teuren Köder verwendet, dann müssen die Fische, die reinkommen, natürlich auch die Köder quasi refinanzieren. Wenn ihr da die ganze Zeit untermaßige Fische mitfangt, macht das nicht so wirklich viel Spaß. Beziehungsweise ich lasse jetzt mal die beiden Maikäferrouten, die lasse ich jetzt drin. Und während jetzt diese Grundrouten da drin sind, die bimmeln ja, wenn es losgeht, kann man hier natürlich auch wieder sehr schön mit dem Spinner rumhantieren. Auch da direkt dahinter werfen. Gegen die Strömung. Stellen wir mal so auf 22 ein. Zwischendurch kann man auch mal ein bisschen Pause machen. Und da geht schon was Kleines rein. Und ist wieder abgegangen. Oder dann natürlich auch hier mit der Strömung. Da kann man hier so in diesen Bereich werfen. Gegenüberliegend. Ein bisschen weiter. Dann natürlich ein bisschen schneller einkurbeln mit der Strömung. So, hier reicht ein 27. Und schön durchziehen. Also das hier ist, sagen wir mal, die Stelle Nummer 4. Wobei es auch, ja, im Moment gar nicht so gut funktioniert. Zählt halt somit zu den klassischen Spots, die immer wieder funktionieren, aber im Moment lüptet nicht so gut. Lassen wir noch ein bisschen hängen hier. Und wie es halt so ist in RF4, man hat halt diese wichtigen Spots, die sich seit Jahren immer wieder bewährt haben. Zack, da geht einer rein. Und die angelt man halt so ab. Irgendwann weiß man einfach, welcher Fisch an welcher Stelle ungefähr steht. Und wenn man das auch so im Forum vergleicht oder mal immer wieder durchschaut, man geht die Seiten durch, man findet die gleichen Stellen immer wieder. Dann ist mal wieder 2-3 Monate Pause, 4 Monate Pause, aber irgendwann geht es halt wieder. Dann ist der Fisch wieder an der gleichen Stelle.
Das rotiert halt so ein bisschen. Wenn es hier nicht so gut läuft, kann man auch direkt weitergehen zum fünften Spot. Das ist direkt hier um die Ecke. Da wird es allerdings echt ein bisschen tricky. Da sollte man, wenn man hier angelt, wirklich auch mit dem Stahlvorfach angeln. Weil hier, gerade auch wenn man hier so rauswirft, geht auch gerne mal der Hecht dran. Je nachdem, welchen Köder man da gerade dran hat, muss man wirklich aufpassen. Hechte auch über Kilo Stärke. Die kämpfen richtig, die hauen auch schon mal hinter diesem Baum dahin. Da kann man einfach nicht weiterlaufen, die hauen dann auch einfach mal ab. Hier muss man wirklich aufpassen. Aber Hechtangeln macht wahnsinnig Bock und bringt auch super Kohle. Und dann einfach auch hier an der Stelle rauf und runter werfen. Ich zeige es nochmal eben hier auf der Map. Also wirklich fast der letzte Punkt hier auf der Karte, wo man dann hier effektiv rangeht und dann das Spinning nochmal trainieren kann. Zurzeit, jetzt aktuell am besten laufend, würde ich sagen, ist hier oben für Spinning der Bereich hier. Ob man jetzt, wie gesagt, hier hinwirft, hier an dem Totenholz oder hier oben rein oder hier rauf von hier aus. Also der Bereich läuft sehr gut. Fürs Grundangeln kann man hier sehr gut angeln. Hier war es. Direkt hinter der Insel. Der Bereich. Und wie gesagt, mit dem Spinning. Da geht das. Oder für Hechte. Je nachdem, welchen Köder man hat. Ich kann gleich mal gucken, ob ich noch einen anderen Köder finde. Geht das halt hier ganz gut ab. Dann gibt es noch so kleine Stellen, wo man Giebel und Karauschen angeln kann. Das kann man hier oben auch nochmal ganz gut. Wie gesagt, die Güster manchmal hier mittendrin. Hier nachts kann man auf Quappen gehen mit fleischigen Ködern. Aber ich sag mal, die wichtigsten Spots sind tatsächlich hier am Anfang um die Insel herum. Das ist der erste Spot. Der zweite Spot fürs Grundangeln auf kleine Viecher hier in dem Bereich. Dann einer der wichtigsten Spots, der dritte, ist hier G3. Ob das hier ist oder direkt hier, wo auch nochmal die Birken sind. Der vierte Spot ist hier an dem Totholz auf H6. Und der fünfte, dann haben wir die 5, ist dann der Hechtspot hier in dem Bereich. Hechte fängt man auch, fällt mir gerade ein, ab und zu mal hier von der Brücke. Da hat man auch schon mal Abbisse von Ködern. Aber am liebsten stehe ich eigentlich hier hinten und teste dann hier in dem Bereich die Hechte, auch mit Topwatern später oder sowas. Also hier kann man schon ganz gut die kleinen Hechte jagen. Und es macht natürlich am meisten Sinn, wenn man schon weiß, im Café gibt es einen Auftrag für Hechte oder für Barsche. Und dann geht man gezielt da drauf. Das war's zum Langen Graben, wollte ich gerade sagen. Zum Windenbach, wie er nun heißt. Wenn dir das Video geholfen hat, wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen da, abonniere den Kanal. Und wenn du Fragen hast, einfach unten in die Kommentare reinschreiben oder in den Livestream kommen, montags, mittwochs und freitags auf Twitch, Feierabend TV auf Twitch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.